willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade in Braunschweig angekommen und werde heute meine Haare wieder machen lassen. Ich gebe euch dann einfach so einen Nachher-Effekt. Mir ist so übel. Ich weiß nicht warum, aber die ganze Fahrt über war mir schon so übel. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es dann sein wird mit der Maske. Mit dem Keks und dem Tee. Oh mein Gott. Voll süß. Guck mal, wie wunderschön der ist. Den schenke ich jetzt Marion, weil ich weiß, dass sie Blumen mag. Also, ne? Der Himmel sieht so schön aus. Hello, the next morning. Ich habe ja bei meiner Freundin geschlafen. Übrigens habe ich euch noch gar nicht die Haare gezeigt. Es ist nichts Besonderes eigentlich. Die Haare sind einfach heller geworden. Ich glaube, das sieht man im Licht besser. Wartet. Muss eigentlich mal ins Licht gehen so. I'm very happy. Ne, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Meine Haare sind wieder richtig schön hell. Wir haben hier unten ein bisschen abgedunkelt, dass wenn die Haare rauswachsen, dass wir das halt so weich rauswachsen lassen und dass es nicht so hart aussieht, wenn meine Haare länger werden. Da ich nicht so oft hier in Braunschweig bin, kann ich auch nicht jedes Mal hier wieder vorbeifahren. Sie hat das so schön gemacht, es ist so richtig schön aschig geworden. Es wird auch noch heller, meinte sie zu mir und ich bin richtig happy. Richtig, richtig schön. Meine Freundin und ich waren gestern Abend noch essen. Ich glaube, das habe ich gar nicht mehr aufgenommen. Und wir machen, glaube ich, später noch Fotos. Ich habe bisschen schickere Sachen an. Der Polunder ist, glaube ich, von H&M und das Hemd ist von Zara. Das hier ist von Reserved und der Mantel ist auch von Zara. Und die Leggings ist von Calzedonia. Die ist sogar eine Thermo-Leggings. Das ist richtig geil. Und dann habe ich noch die Schuhe hier. Die sind auch von Reserved. Ich warte jetzt auf jeden Fall auf meine Freundin und dann gehen wir in die City. Sie wollte noch was kaufen und ich wollte mir noch Bonbons holen, weil meine Stimme ist so tot. Geht gar nicht. Hallo Leute, ich habe gerade ein Paket bekommen. Ich glaube, das sind die Produkte, die ich bestellt habe. Ich habe nämlich Undercare bestellt. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Der Postbote hat gerade nochmal geklingelt, weil unsere Nachbarn nicht da sind und ich nehme das natürlich an, ne? Auf jeden Fall dachte ich, mache jetzt kurz ein Unpacking-Review. Und ja, eigentlich passt es gar nicht mehr zu dem Video hier rein, aber ich dachte, ich schneide das hier einfach mit rein. Dann könnt ihr das gleich mit mir mit angucken. Ich habe richtig Bock. Leute, meine Haut sieht richtig schlimm aus momentan. Guckt es mal an. Vorhin Käsebrötchen gegessen. Mal hier. Hier. Es ist so richtig
schlimm geworden. Ich glaube, das liegt auf jeden Fall daran, dass ich meine Pille abgesetzt habe. Und obwohl ich jetzt nicht mal eine genommen habe, um schönere Haut zu bekommen. Aber ja, ich dachte mir einfach, ich probiere meine neue Skincare-Reihe aus. Ich glaube, das ist das. Ich sollte mir eigentlich mal... Ja, oh mein Gott, das ist das. Ich sollte mir eigentlich mal eine Schere holen, aber wir probieren es jetzt auch mal mit der Hand. Übertrieben eingepackt. Oh, geil. Geil, geil, geil. Also, voll natural eingepackt. Guckt das mal an, bitte. Warte, ich drehe meine Einmal Kamera. Hier. Ich werde euch das gleich noch mal genauer zeigen, aber ihr seht ja hier Moisturizer, Facial Cleanser und Toner. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich gerade weiter Uni machen, weil ich gerade voll dabei bin. Aber dann kam ein Paket an und doch tun wir mal ein kleines Unboxing noch mit euch. Auf jeden Fall habe ich mir den Daily Moisturizer geholt. Ich hoffe, das fokussiert jetzt. Egal, ihr seht es ja trotzdem. Und sehr wilder Pumper, also so einen habe ich noch nie gesehen. Auf jeden Fall wirkt es sehr, sehr hochwertig. Ich bin echt gespannt, ob mir das hilft und ob meine Haut sich bessert. Ich werde auf jeden Fall mal in einem Monat noch meine Review machen, wie es so nach 4 Wochen ist. Ich fange heute schon direkt damit an. Dann habe ich mir so einen Facial Cleanser geholt. Der ist mit Aloe und Willow Bark. Was auch immer Willow Bark ist. Okay, funny. Einmal das. Das ist eher in so einem Plastik. Und das hier ist in so einem milchigen Glas. Ich bin echt gespannt, wie meine Haut darauf reagiert, weil ich habe eine echt sehr, sehr sensible Haut. Und ich habe bisher keine guten Erfahrungen mit Cleansern gemacht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Und dann noch den Toner. Man macht ja erst, schminkt man sich ab, dann nimmt man den Cleanser, dann den Toner und dann Moisturizer und manchmal macht man ja auch noch eine Maske. Ich möchte auf jeden Fall die Maske noch irgendwann bestellen, aber ich dachte, ich probiere erstmal die 3 Sachen aus, bevor ich mir die Maske noch bestelle. Und das ist auch mit Lactic Acid, Aloe, Rosé und Willow Bark. Sehr, sehr gespannt darauf und das ist auch wieder in so einem Plastik. Aber geht halt auch schnell kaputt, wenn du alles im Glas lieferst, ne? Ich bin aber trotzdem sehr gespannt. Es sieht alles sehr, sehr fresh und clean aus. Und ja, wer die Geschichte von Anna Maria Damm kennt, weiß ja auch eigentlich, wieso und weshalb sie diese Skincare-Reihe gemacht hat. Aber ich kann euch gerne mal die Webseite unten verlinken, wenn ihr da auch mal Bock drauf hättet. Und ich hatte mir jetzt 3 Produkte geholt und ab 3 Produkten kriegt man irgendwie einen 5-Euro-Rabatt, das wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr da mal Lust drauf habt, ne? Das hier ist keine bezahlte Werbung, aber ich dachte, ich supporte das hier einfach mal. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüssi!